Wir beobachten seit Jahrzehnten leider eine dramatische Verschlechterung bezogen auf die Reproduktionsgesundheit. Wir können nach Vitalfeldbehandlung erleben, wie Eierstöcke, die verlagert waren, wie sich die wieder in die ursprüngliche Position begeben. Dies erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin schwanger wird. Die Idee kam dann natürlich, ja, weshalb soll Vitalfeldtherapie sich nicht auch beim Mann positiv auswirken? Der Versuchsablauf gestaltete sich dermaßen, dass die Samenzellen direkt mit dem Vitalfeld therapiert wurden. Wir sahen speziell im Bereich Überlebensfähigkeit doch eindeutige Unterschiede. Sollten sich diese Ergebnisse bestätigen, dann sehe ich die Zukunft der Vitalfeld an erster Stelle im Rahmen der Reproduktionsmedizin.